Das Saallicht dreht durch. Die Mischpulte spielen verrückt. Und die Technik im Saal ist außer Kontrolle. Ohne diese Kolleginnen und Kollegen geht in der Elbphilharmonie gar nichts. Das sind Katrin und Jakob. Sie gehören zum Team der Veranstaltungstechnik in der Elbphilharmonie. Mit 40 Personen ist die Veranstaltungstechnik die größte Abteilung im ganzen Haus. Hierzu gehören 25 Personen wie Katrin und Jakob, die als Fachkräfte für Veranstaltungstechnik arbeiten. Außerdem die Meisterinnen und Meister, technischen Leiterinnen und Leiter und die Personalplanerinnen und Planer. Wenn man sich die vielen Aufgaben der Kolleginnen und Kollegen anschaut und die Menge an Konzerten, die sie jeden Tag betreuen, ist die Größe des Teams auch nicht weiter verwunderlich. Zum Aufgabenfeld gehören Licht, Ton, Video- und Streamingtechnik, die Bühnentechnik sowie die Pflege der technischen Systeme und noch vieles mehr. Katrin gehört schon seit der Eröffnung mit zum Team, während Jakob gerade im dritten Lehrjahr seiner Ausbildung zum Veranstaltungstechniker ist. Also zuerst einmal mache ich seit meiner Kindheit viel Musik, allgemein in einem sehr musikalischen Haushalt aufgewachsen. Über die Zeit kam dann halt das Interesse für die Technik dazu. Als dann die Möglichkeit war, hier in der Elfi die Ausbildung zu machen, ging es nicht besser. Hier kann ich einfach die beiden Sachen am besten zusammenbringen. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Technik sieht jeder Tag anders aus. In den drei Sälen der Elbphilharmonie, dem großen Saal, dem kleinen Saal und dem Kai-Studio, sind jeden Tag andere Produktionen zu Gast. Das, was die Elbphilharmonie für mich so besonders macht, ist eben die große Bandbreite der Musik, die hier stattfindet. Das beginnt natürlich bei dem großen Kontingent an klassischer Musik, die hier im Jahr stattfindet. Dann gibt es aber auch diese Jazz- und Popkonzerte, wo man einfach in den Abend reingeht und selbst kreativ werden muss und versucht, sich da irgendwie drauf einzulassen und das Beste drauf zu machen. Heute betreuen die beiden eine besondere Produktion. Das Kölner Gürzenich-Orchester bringt ein spezielles Konzert mit, bei dem nicht nur das Orchester spielt, sondern auch eine Sängerin und ein Sänger parallel auf der Bühne performen. Die müssen natürlich in Szene gesetzt werden. Weil der Lichtaufbau so umfangreich ist, sind die Technikerinnen und Techniker schon am Tag vor dem Konzert mit Aufbau und Einrichtung beschäftigt. In dieser Zeit haben sie den Saal ganz für sich, schalten alle Systeme ein, bereiten sich konkret auf die Produktion vor und checken noch einmal, ob die ganze Technik auch heute zuverlässig funktioniert. Katrin ist heute für das Licht zuständig. Das Orchester ist inzwischen angereist und hat einiges an eigener Technik im Gepäck. Dass diese gut in das bestehende System der Elbphilharmonie eingebunden wird, ist Katrins Aufgabe. Dafür hat sie am Vortag von ihrem technischen Projektleiter schon alle nötigen Informationen bekommen und kann sich direkt ans Werk machen. Um die neuen Lichter mit den Pulten in der Elbphilharmonie zu verbinden, muss Katrin zuallererst im sogenannten Dimmerraum die Verbindungen prüfen und möglicherweise Kabel neu stecken. Danach geht es dann ab auf den Catwalk. So heißt der technische Bereich über der Bühne des großen Saals. Zusätzlich zum fest installierten Licht werden heute Traversen mit weiterem Effektlicht aufgehängt. Um hier den Überblick zu behalten, braucht es schon einige Erfahrung. Katrin arbeitet zum Glück nicht allein, sondern mit einem Team, das an verschiedenen Ecken und Enden mit anpackt. Neben dem Licht spielt in einem Konzerthaus natürlich vor allem die Tontechnik eine große Rolle. Dafür ist heute Jakob im Einsatz. Während das Orchester langsam ankommt und aufbaut, überprüft Jakob noch einmal, ob für die Tontechnik alles am richtigen Platz ist. Neben dem Orchesterklang sind im heutigen Konzert auch einige Zuspieler vom Band zu hören. Dafür baut Jakob unter anderem hinter der Bühne einen Subwoofer auf und überprüft, ob die Technik auch dort richtig angeschlossen ist. Wenn etwas fehlt, ist das in der Elbphilharmonie kein Problem, denn das große Techniklager ist nur einige Meter entfernt. Hier im Techniklager beginne ich eigentlich die meisten meiner Arbeitstage. Ich bereite für die Produktion die Mikrofone oder auch die Kabel vor und packe diese zusammen. Und das macht mir hier auf jeden Fall besonders viel Spaß, weil wir in einem sehr modernen und neuen Haus sind. Das heißt, wir verwenden hauptsächlich sehr hochqualitatives, neues Material. Wenn alles aufgebaut und die Technik eingerichtet ist, steht in den engen Zeitplänen der Elbphilharmonie auch direkt schon die Generalprobe an. Das ist nicht nur für die Musikerinnen und Musiker die letzte Möglichkeit, finale Korrekturen vorzunehmen, sondern auch für das Technikteam eine spannende Phase, in der sich herausstellt, ob alles auch so funktioniert wie geplant. Die allerletzten Änderungen, die hier noch anfallen, sowie die technische Einrichtung der Konzerteinführung, werden Katrin und Jakob dann in einem letzten ruhigen Moment zwischen Probe und Konzert durchführen.
Zur technischen Betreuung des heutigen Konzerts hat das Gürzenich-Orchester zwei eigene Operator für Licht und Ton mitgebracht. Das heißt für Katrin und Jakob, dass sie hier unterstützend zur Seite stehen. Bei den meisten anderen Konzerten sind die Veranstaltungstechnikerinnen und Techniker der Elbphilharmonie aber auch während des Konzerts unmittelbar im Einsatz und fahren den Ton sowie das Licht nach den entsprechenden Anforderungen. Ich mag tatsächlich die Rock-Pop-Abende mag ich gerne, wo man sich ganz frei drauf einlassen kann, gerade wenn die keinen eigenen Techniker, Technikerinnen dabei haben. Ich mag aber auch total gerne die Funkelkonzerte, diese Kinderkonzerte. Auch wenn die Technikerinnen und Techniker immer perfekt vorbereitet sind, haben sie für jedes einzelne Konzert ein großes Maß an Flexibilität mit eingeplant. Obwohl es in der jüngeren Vergangenheit glücklicherweise keine großen Ausfälle und Störungen gab, sind Katrin und Jakob auch während der Konzerte immer in Alarmbereitschaft, falls doch mal etwas passiert. Wenn mal die Technik auf der Bühne ausfällt, dann ist es natürlich auf jeden Fall immer so ein Moment, wo man dann von 0 auf 100 wieder total heiß läuft und auf die Bühne schaut und rausfinden muss, was ist los. Beispielsweise hatten wir vor einigen Tagen, dass ein Verstärker von einem E-Bass nicht mehr richtig funktioniert hat. Und da haben wir dann versucht, während der Show mal das auszutauschen. Chili Gonzales hier im großen Saal ausverkauft, da hat mir das Pult abgestürzt mitten im Konzert. Und zwar auch in dem Song, wo seine Managerin neben mir saß und meinte, ich gebe dir einen Cue und dann drückst du genau in dem Moment. Und dann sollte, ich weiß nicht, glaube, es sollte ein Black geben. Wir haben ja ein Backup-Pult, dann habe ich sie an die Hand genommen und bin mit ihr in den Kontrollraum gerannt. Und wir sind da reingestürmt und ich habe das Pult entsperrt und habe den Knopf noch im richtigen Moment gedrückt. Mit dem Ende des Konzerts ist der Abend für Katrin und Jakob noch lange nicht vorbei. Die gesamte Technik muss wieder eingepackt und alles auf Anfang gesetzt werden, denn morgen steht schon wieder die nächste Produktion in der Elbphilharmonie an, die wahrscheinlich wieder ganz andere Anforderungen an die Kolleginnen und Kollegen stellt. Bis dahin genießen Katrin und Jakob aber erstmal das heutige Konzert.